Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen DIY-Produkt. Wobei, das ist das Produkt, was dabei herausgekommen ist. Es ist nämlich ein Sessel. Dieser Sessel ist für die großen Handpuppen geeignet. Man kann wunderbar die Handpuppe darin platzieren und man kann sie dann noch von hinten bespielen. Das ist kein Problem. Das passt von der Rückenlehne her. Das Ganze ist aus Holz gebaut mit ein bisschen Schaumstoff dabei und ein bisschen Stoff und ein paar Schrauben und Leim. Und was du alles an Werkzeug brauchst, an Materialien und so weiter, das habe ich dir einmal hier in der Videobeschreibung unten aufgelistet. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Verschaffen wir uns einmal ganz grob einen Überblick über die einzelnen Teile. Fangen wir einmal hier in der Mitte an. Wir haben hier einmal die zwei Verbindungsstücke, die wir später für die Verbindung zwischen der Sitzfläche und den Armlehnen brauchen. Und dann haben wir hier einmal die Sitzfläche selber. Das ist dieses Holzstück. Das ist das, was ungefähr mittellang sein sollte. Und dann haben wir hier die Rückenlehne. Und wir haben einmal auf der rechten Seite, auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir einmal die Teile für die Armstützen. Da haben wir jeweils einmal hier diese drei Teile, die als Füllung im Prinzip kommen. Und darauf kommt dann dieses Teil geleimt und von der anderen Seite dann jeweils auch nochmal das andere Teil. Aber das zeige ich dir dann gleich nochmal genau, wie du das machen musst. Wie da die Armlehne jetzt als erstes zu konstruieren ist, da kommen wir jetzt als nächstes zu, denn der Leim, den wir dazu brauchen, der muss natürlich dann auch trocknen. Ich empfehle dir übrigens, die Teile ungefähr auch so liegen zu lassen, wie sie dann nachher gebraucht werden von dir. Wir fangen jetzt, wie gesagt, einmal mit einem der Seitenarmlehnen an. Dazu nehmen wir uns als erstes dieses Brett und da müssen wir erstmal noch die Kanten ein bisschen brechen. Für das Kantenbrechen brauchen wir Schleifpapier, was ich jetzt gerade einmal suche. Die Körnung dazu habe ich dir einmal aufgeschrieben. Ich würde dann auch ein bisschen was drunter legen, dass du ein bisschen besser die Kanten brechen kannst. Dazu nimmst du dir am besten auch ein Stück Restholz. Es kann auch meinetwegen hier das von dem Verbindungsteil sein, was wir nachher für die Sitzfläche und die Armlehnen brauchen. Ich habe jetzt hier noch ein Reststück aus meiner Werkstatt. Dann das Schleifpapier einmal so grob umwickeln und dann, im Prinzip zeige ich das einmal für dich aus einer anderen Ansicht, das Schleifpapier in einem 45 Grad Winkel ungefähr drüber führen. Und das einmal ringsherum. An allen Seiten. So, jetzt sind wir im Prinzip einmal rum. Das Ganze kannst du auch noch auf der anderen Seite machen. Da allerdings hier das Holz drauf geleimt wird, brauchen wir das nicht. Also du kannst diesen Arbeitsschritt dann erstmal getrost weglassen. Aber bei dem Gegenstück im Prinzip, da müssen wir dann auch noch einmal die Kanten brechen. Schleifpapier ist hier ein bisschen kaputt. So, im Prinzip reicht das schon, wenn du so zwei, dreimal drüber gehst. Am besten mit diesem grobkörnigen 80er Papier. Es ist einfach nur, damit der Stoff an der Stelle nicht reißt, beziehungsweise es kommt dann ja nachher auch noch der Schaumstoff zuallererst drüber und dann halt der Stoff. So, bei dem anderen Teil habe ich das schon vorbereitet. Wir legen diese jetzt erstmal wieder auf die rechte Seite herüber. So, und dann brauchen wir als nächstes Holzleim.
Ich würde dir empfehlen, dass du wasserfesten Leim benutzt, da allerdings vorsichtig bitte, weil der geht nicht wieder aus der Kleidung heraus. So, nehmen wir uns unsere Leimflasche. Ich habe das mal umgefüllt, weil ich dieses Ding echt praktisch finde. Einfach dann ein bisschen Holzleim hier drauf geben und dann einfach nur da drauf legen. Und dann empfiehlt es sich auch, dass du dir auch schon mal ein paar Gewichte bereitlegst. Zum Beispiel Bücher können das sein, können aber auch irgendwie ein Stapel Zeitschriften sein. Ich habe hier in meiner Werkstatt zum Beispiel auch Kartons, wo Schrauben drin sind. Die nehme ich auch ganz gerne als Gewicht, wenn ich halt nicht wirklich großen Druck brauche. Und ja, dann geht das eigentlich auch ganz gut. So, dass wir jetzt diese Dinger nicht geschliffen haben, ist nicht schlimm, weil es kommt halt, einmal haben wir auf der Unterseite das Holz und wir haben auf der Oberseite dann auch noch Holz. Das hier ist das Gegenstück. Es ist übrigens egal, ob da jetzt irgendwelche Astlöcher sind oder so, weil das sieht man nachher nicht. Also völlig Wumpe, wenn da eins ist. So. Also im Prinzip reicht das schon so als Leim, was ich hier aufgegeben habe. Wo ich jetzt darauf achten würde, ist, dass an dieser Oberseite, wir haben hier die Oberseite, das andere, wo das offen ist, ich zeige das gerade nochmal, das hier wird halt die Unterseite, ne? Dass an der Oberseite das ungefähr bündig ist, sagt man. Da kannst du dir auch einen Klotz zur Hilfe nehmen und dann schaust du einfach mal so von der Seite, ob das so passt, ob die das unterste Holzstück und die mittleren Zulagen im Prinzip, so möchte ich sie mal nennen, ob das wirklich alles so bündig ist. So, dann kannst du auch noch mal hier an der Seite schauen, ob das so alles passt. Finde ich immer ganz schön. Und dann können wir das schon einmal zum Trocknen geben. Ich hole mir mal gerade einmal eine Packung Schrauben als Gewicht. Einfach da drauf und dann fertig. So, dann nehmen wir uns das andere Teil. Das ist übrigens von unserer Sitzfläche ganz gut wieder zurücklegen. So, ach, hier hatte ich noch nicht geschliffen. Dachte, ich hätte das schon vorbereitet. Kein Problem. Also du kannst auch fünfmal rüber gehen, dann wird es halt von der Rundung her noch ein bisschen schöner. Also wie gesagt, hier sind die Kanten nicht gebrochen, weil wir halt jetzt hier diese Füllung im Prinzip drauf machen. Und dann kommt halt dieses Teil, wo hier die Kanten nicht gebrochen sind, wird umgedreht und dann kommt das hier so drauf. So. Sinnvoller wäre es übrigens, wenn ihr mit dem langen Stück anfangt oder wenn du mit dem langen Stück anfängst. So. Und dann kannst du natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass du halt die schönere Seite vielleicht erwischt, die nach außen zeigt. Wenn hier so ein bisschen Luft sein sollte zwischen den beiden Hölzern, das ist nicht schlimm. Also wichtig ist nur, dass es halt hier unten nicht übersteht, ne? Also du musst auch nicht 100% rechtwinklig arbeiten. Das stört den Sessel im Prinzip nicht. Weil es ist halt, ja, es wird halt kein, sage ich mal, 1 zu 1 Nachbau, sondern es ist halt nur, sage ich mal, ein Requisit, beziehungsweise ist nur für Handpuppen. So. Nehme ich mir wieder diesen Klotz zur Hilfe. Gucke, ob das alles bündig ist. Am besten
zwei Packungen mit einem Gewicht. In unserem nächsten Schritt geht es um die Sitzfläche. Bei der Sitzfläche haben wir die beiden Seitenverbinder und wir haben die Sitzfläche selber. Und bei diesen Holzstücken, bei diesen Rechteckleisten, ist es so, dass die manchmal nicht im rechten Winkel sind. Das kannst du überprüfen, indem du ein Geodreieck nimmst und dann legst du das Stück Holz hier einfach drauf und legst dann das Geodreieck so dagegen. Wenn du jetzt siehst, dass hier oben, ich bräuchte noch eine dritte Hand, dass hier oben oder unten etwas Luft zu sehen ist, dann weißt du ganz genau, dass dieses Holzstück nicht im rechten Winkel ist. Das kannst du auch ein bisschen überprüfen, und wenn du, ich übertreibe das jetzt mal, das Geodreieck so ein bisschen hin und her wackeln lässt. Wenn du merkst, da ist irgendwie Luft, so wie bei mir jetzt gerade, dann weiß ich, die Kanten zueinander sind nicht im rechten Winkel. Und zwar diese Kante zu dieser Fläche. So, was ich machen kann, ist einmal diesen ganzen Klotz umdrehen, um dann zu überprüfen, ist es jetzt im rechten Winkel? Jetzt ist es bei mir im rechten Winkel. So, also weiß ich schon mal, diese Kante ist im rechten Winkel zu dieser. So, ich habe mir die erste Markierung gesetzt. Nicht irritieren lassen von dem Strich. So, dann überprüfe ich die andere Seite. Ja, die sind beide im rechten Winkel zueinander. Also einmal hier ein kleines Kreuz als Hilfe und hier. So, wie gehe ich jetzt weiter vor? Wir nehmen uns unseren Leim und dann leimen wir einfach das Ganze auf die Sitzfläche auf mit ungefähr 1 cm Abstand zu der Rückenseite. Könnt auch so einen Fingerbreit nehmen oder so. Das ist, also wenn ihr jetzt Männerfinger habt, ne? Zu der Rückseite, das ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn das jetzt ein bisschen weniger als 1 cm ist oder ein bisschen mehr als 1 cm. Das ist nicht tragisch. Aber wichtig ist nur halt, dass hinten etwas Abstand ist, weil die Rückenlehne ja etwas schräg sein wird. So, dann drehen wir das Ganze vorsichtig um, rücken das nochmal ein bisschen gerade. Und jetzt ein kleiner Trick, den ich mir mal selber irgendwie beigebracht habe, ist einfach den Zeigefinger nehmen und den Daumen davor, dann kannst du nämlich messen, ob die Abstände ungefähr gleich sind. Also wenn du es etwas genauer haben willst. Jetzt merke ich hier, das müsste noch ein bisschen weiter rein, okay, also passt das. So, und jetzt machen wir was, was man normalerweise nicht machen sollte. Wir nehmen uns unsere Schrauben und dann schrauben wir einfach ohne Vorbohren hier rein. Möglichst gerade. Können ruhig ein bisschen versenkt werden, das ist nicht schlimm. Ist sogar, im Gegenteil, ist es sogar gut für die Polsterung. Drei Schrauben sollten definitiv reichen. So, was du jetzt am besten auch machst, ist dir einmal markieren, wo diese Schrauben dann nachher reingehen. Das heißt, die an der Seite einfach einen Strich runterziehen. Ich zeige das gleich auch nochmal. Damit du dann nachher weißt, für diese Verschraubung, Entschuldigung, wir schrauben ja nachher dann die Seitenteile hier dran. Die werden ja von innen so rüber geschraubt, damit wir dann auch nachher wissen, ja, da haben wir ungefähr unsere Schrauben gesetzt. Die sind jetzt zwar hier außen, aber wir müssen bei denen definitiv vorbohren, weil uns das Ganze sonst missglückt. So, dann auf der anderen Seite auch nochmal.
Ganze dann zusammen mit den anderen Teilen einfach erstmal gut trocknen lassen. So, zeichnen wir uns das hier nochmal an. Wir haben hier ungefähr die Schrauben. Das muss auch nicht hundertprozentig im rechten Winkel sein, nur dass du so ungefähr weißt, ah, hier kann ich jetzt mein Loch bohren. Bei mir wäre das ungefähr hier, könnte ich ein Loch bohren. Und hier könnte ich ein Loch bohren. So. Und auf der anderen Seite auch nochmal ungefähr hier und hier. Weil es gibt nichts Tödlicheres für einen Bohrer, als wenn man plötzlich eine Schraube erwischt. Ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich die Bohrpunkte außen markiert. Die müssen natürlich innen sein. Und zwar auch um einiges tiefer, als ich das hier oben angemalt hatte. Warum müssen die auf der Innenseite sein und warum müssen die so tief sein? Das Ganze hat einen ganz einfachen Grund, den ich dir jetzt einfach mal kurz beschreibe. Und zwar müssen wir das aus folgendem Grund machen. Wenn wir uns die Sitzfläche dann nachher so mal von oben anschauen, also du dir auch von oben anschaust, dann haben wir das Problem, dass wir hier nicht wirklich Platz haben, um diesen Bohrer anzusetzen. Ja, also hier ist kein Raum, hier geht das nicht. Also haben wir keine andere Möglichkeit, als schräg hineinzuschrauben. Ist nicht weiter tragisch. Wir machen das Ganze einfach jetzt mal so, dass du das auch erkennen kannst. Ich suche mir meinen Bohrpunkt und dann bohre ich einfach drauf los. So, erster. Weiter. So. Fertig. Jetzt haben wir hier ungefähr die Austrittspunkte auf der einen Seite. Und hier ungefähr auf der anderen Seite liegt ungefähr, stimmt mit denen ungefähr überein, die ich vorher fälschlicherweise von außen aufgemalt hatte. Im nächsten Schritt geht es um das Polstern. Ich habe mir schon mal hier die 1 cm dicke Schaumstoffpolsterung geholt. Das hier ist beispielsweise unser Rückenteil und der Zuschnitt gilt für dieses Teil ja etwas anders als für die Sitzfläche und für die Seitenteile, aber das sage ich dir dann nochmal gleich im Detail. Fangen wir einfach mal an mit der Rückenfläche. Ich suche mir einfach eine Kante, die ja etwas rechtwinklig ist. Also so ungefähr, das muss halt nicht hundertprozentig rechtwinklig sein, da das Ganze ja eh noch umgeschlagen wird. Das ist nachher die Seite, die dem Puppenspieler zugewandt ist, beziehungsweise der Puppenspielerin. Und wir wollen das Ganze dann gleich in den nächsten Arbeitsschritten dann einmal hier schon mal festtackern, bevor der eigentliche Polsterstoff dann drauf kommt. Das heißt, wir brauchen ja ungefähr, mal gucken, müssen das einmal zusammen aus, wie viele Zentimeter das ungefähr sind. Also es sind schon so 4-5 cm, die du überstehen lassen solltest zu den jeweiligen Rändern. Hier unten muss das Ganze nicht durchgehend sein. Da kannst du dir dann einmal auch deine Sitzfläche zur Hilfe holen. Und zwar, wenn du die dann so da drauf legst, dann hast du ungefähr einen Anhaltspunkt, bis wohin die Polsterung gehen soll. Und dann kann man sich das Ganze dann auch nochmal einmal hier markieren, bis wohin das ungefähr gehen muss. Wir haben jetzt hier einen Strich. Bis dahin geht die Sitzfläche ungefähr. Das heißt, die Polsterung muss auch nicht durchgängig sein. So. Legen wir das jetzt ungefähr mittig hin. Gucken wir mal, ob das so ungefähr passt. Doch, das sieht gut aus. Also ich mache das auch ganz gern, dass ich wirklich ja so ja, 1,5 cm überstehen habe, weil ich dann auch gerne auf der Seite, die mir dann später zugewandt ist, gerne noch schwarzen Filz drauf mache.
So, also das wäre jetzt im Prinzip unsere Fläche. Ich zeichne mir nochmal hier das an, bis wohin das ungefähr geht. So. Und dann kann ich das nochmal durchgängig machen. Zack. Und dann kann ich mir das dann einmal zuschneiden. Das heißt, Stück immer gut aufbewahren für die nächsten Projekte. So. Und dann nehmen wir uns das hier unten als ungefähr einen Anhaltspunkt. Und dann fangen wir bei den Seiten an. So ungefähr gleich ist neben unserem Handtacker. Ich empfehle dir übrigens auch wirklich längere Nadeln zu nehmen, da wir nachher sowieso noch den Stoff drauf bringen müssen. Also nicht wirklich groß ziehen bei dem Polster, bei dem Schaumstoff. Es reicht wirklich, wenn man so ganz leicht das anzieht. Und bitte nicht mit mir schimpfen, wenn ihr wirklich vom Fach seid oder wenn du wirklich vom Fach bist. Ich kann es einfach nicht besser. Ich überlege jetzt auch gerade immer wieder, wie ich das denn am besten hier umschlage, sodass es dann auch wirklich schön aussieht und es keine Ohren gibt. Aber jetzt sehe ich gerade schon, doch, so sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Also, machen wir vielleicht erstmal hier fest. Das hat gerade ordentlich geknallt. Klar sein sollte, dass die Tackernadeln nicht länger sein sollten, als es so stark ist. Aber das versteht sich ja von selbst. So. Schneide ich hier einfach mal so ein bisschen schräg ein, in der Hoffnung, dass das auch so gut aussieht. Doch, das gefällt mir. Also einmal hier so im 45 Grad Winkel fast bis in die Ecke rein. Nicht zu tief, lieber ein bisschen mehr stehen lassen, dass du dann nachher noch was wegschneiden kannst. Und dann ist es auch wirklich wichtig, dann hier drauf zu achten, dass es dann oben einigermaßen gerade ist. Ich nehme jetzt hier noch mal ein bisschen weg. So, dann werde ich einmal noch ein bisschen was da festtackern. Und dann auch noch mal. So, und jetzt sieht das Ganze doch schon relativ gut aus. Dann noch die andere Seite. So, und jetzt kannst du dann noch, falls es ein bisschen schief sein sollte, noch ein bisschen dadurch ausgleichen, indem du halt hier bei den Zwischenräumen das ein bisschen stramm ziehst. So, das ist die Vorderseite. Die Rückseite, jetzt machen wir nochmal die Vorderseite ein bisschen. So, und das reicht schon. So. Damit haben wir schon mal das Rückenteil fertig. Kommen wir zu unserer Sitzfläche. Die Sitzfläche drehen wir uns einmal kurz um, damit ich dir zeigen kann, wie ich das Ganze bemessen habe.
Hier kommt nochmal das Rückenteil hin. Hier ist die, der vordere Teil der Sitzfläche, die wir uns durch einen Pfeil markiert haben. Hier kommen die Seitennähe dran. Polstermaterial brauchen wir eigentlich nur hier drauf und hier vorne etwas. Das heißt, der Zuschnitt wird dann auch dementsprechend ausfallen. So. Das wird hier vorne dann umgeschlagen und dann haben wir hier vorne so einen leichten Überstand. So, wir fangen mal am besten mit der Vorderseite an. Was wir nicht vergessen dürfen, ist dieses Teil. Das gehört nämlich auch noch dazu. Das kommt nämlich auch noch davor. So, wir wollen das einmal dann hier fast knapp dran tackern. Am besten kannst du das auch einmal vorlegen und dann, wenn wir das Ganze hier nochmal wirklich sehr kurz vor knapp dran tackern. Gerade ich hätte das lieber so machen sollen. Also Empfehlung ist da wirklich das so zu machen, das gerade zu machen, weil sonst hast du halt so einen Widerstand beim Tackern, das ist nicht schön. Also feste Arbeitskunde. Immer gut. So. Dann haben wir das schon auf der Seite fest. Und dann wollen wir das dann einfach so herum und dann einfach dann mit ganz wenig Druck hier an der Kante, wirklich ganz nah an der Kante, ich zeige das mal von der Seite, hier haben wir die Kante, da wollen wir das dann festtackern. Pass gut auf deine Finger auf, nicht dass du das dahinter machst, weil dann kann es nämlich sein, falls die Tackernadel schief reingerät, dass du dann eine abbekommst. Das ist sehr schmerzhaft. So, und wenn du dann nachher taub bist, dann weißt du, dass du was getan hast. Diesen Überstand schneide ich mir jetzt noch weg. Egal, wenn das hier hinten so komisch aussieht, das ist völlig egal. So, die packen wir uns auch wieder zur Seite. Und damit kommen wir zu den Seitenteilen. Die Seitenteile sehen etwas anders aus von der Polsterung. Ich habe mir hier schon einmal die Höhe der Sitzfläche aufgemalt, bevor ich die Polsterung festgetackert habe, damit ich dann weiß, von wo bis wo meine Polsterung ungefähr geht. Denn diese hier läuft nicht über die ganze Fläche, auch nicht vorne und hinten. Ich habe die wirklich ganz bewusst nur vorne haben wollen. So, und dann wird sie dann einmal im Prinzip nur so weit rumgeschlagen. Ich finde, das hat einen ganz netten Effekt, weil dann wird das hier unten nur noch mal so ein bisschen, ja, kriege ich eine kleine Runde. So, diesmal machen wir das übrigens richtig. Wir legen uns das so hin, dass das Material nicht runter ist. Und dann fangen wir an, das einmal fest zu tackern. Und hier bitte darauf achten, dass du auf einer Seite das mindestens so machst, dass die Polsterung wirklich ganz bündig ist. So, und dann tackern wir rein. Und dann
So ein bisschen mit Zug. Ein bisschen. So, und dann auch, dass es ungefähr eine gerade Linie gibt. Denkt immer dran, wir wollen kein Meisterstück machen. Du siehst auch schon, bei mir ist es einfach zu kurz. Ich hatte kein längeres Stück mehr vorhanden. Ist aber so wirklich in Ordnung. Das ist die Rückseite, man sieht das nicht wirklich. Ne? So, damit haben wir das erste Stück fertig. So, das zweite Stück. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hier den Strich habe. Und ich sehe gerade, den habe ich überhaupt nicht. Also müsste ich mir den nochmal abzeichnen. Ich markiere mir das hier mal an der Seite. So, drehe das nochmal um. Ich markiere mir dann hier auch nochmal an der Seite die Sitzfläche, die Höhe der Sitzfläche. So. Es muss kein hundertprozentiges Werkstück werden. So. Jetzt packen wir es mal zur Seite. Dann übrigens bei diesem Zuschnitt. Ganz wichtig noch, ist es wichtig, dass es wirklich fast im rechten Winkel ist, weil es sieht sonst echt komisch aus. Ja? Also beim Zuschnitt bitte darauf achten. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir nämlich genau auf der gegenüberliegenden Seite dass es hier bündig ist. Sprich, Hier haben wir hinten. Hier ist außen, hier ist außen. Das heißt, wir fangen hier an. Ups. Jetzt ist meine ganze Fläche hier verrutscht. Natürlich noch ideal, wenn diese ungefähr auf derselben Höhe hier zusammenlaufen. Wenn du es ganz schön machen willst. Ne? Wie gesagt, dabei immer so ein bisschen ziehen. So. Und dann passt das Ganze auch so ungefähr. Was wir jetzt noch machen können, ist das Ganze hier oben mit ein bisschen Heißkleber fixieren. Aufpassen auf die Finger, ne? Andrücken, warten und dann geht's weiter.